Am 1. Mai waren auf der Brugger Murinsel Muskeln gefragt. Denn beim SC-Treff wurden gleich zwei Staatsmeisterschaften ausgetragen. Steinheben und LKW-Ziehen. Der Bewerb Steinheben war 50 cm bis 105 kg Körpergewicht. Man muss sich vorstellen, 300 kg und mehr hochzuheben. Da braucht es schon Mut, Konzentration und vor allem Kraft. Einer, der es schon 11-mal zum Staatsmeister gebracht, aber leider verletzt angetreten ist, war Franz Moser. Seine Erwartungen auch dementsprechend. Also ich erwarte mir heute, dass ich gesund wieder heimkomme. Ich habe nach wie vor noch eine schwere Verletzung. Ich möchte heute den 12. Mastertitel nochmal machen und schauen wir mal. Also 11 Jahre in Folge habe ich gewonnen, meine Gewichtsklasse, und jetzt schauen wir, ob ich es ein 12. Mal schaffe, und das war's dann. Das war dann Karriereende. Wer glaubt, nur Männer sind stark, irrt gewaltig. Evita Zehethofer mit 52 Kilogramm Körpergewicht hat es gezeigt. Ich habe heute gewonnen. Das war ganz toll. Wie oft trainieren Sie? Ich trainiere 3-mal in die Woche. 3 bis 4 Stunden. Jedenfalls ist es ein Sport, der bei Laien Kopfschütteln hervorruft. Aber wie heißt es? Nur die Harten kommen durch. Ich bin in der Kategorie mit dem Moser, der ist vielfacher Staatsmeister. War cool, wenn ich das irgendwie zusammenbringe, dass ich einigermaßen so bekomme zu ihm. Hier hebt Bauerer Engelbert 325 Kilogramm. Worauf muss man dabei Acht geben, wollten wir von ihm wissen. Also dass der Rücken und der Ganzkörperspannung einfach aufbaut, damit eben vom Bewegungsapparat, vom Passiven nichts sein kann. Und eben das ist eigentlich das Wichtigste, dass man Ganzkörperspannung aufbaut. Nicht weniger kräfteraubend das LKW-Ziehen. 8 Tonnen, 16 Meter auf Zeit. Martin Heu legte mit 21 Sekunden die Latte hoch. Heute, ja, also die Bedingungen waren ja sehr gut heute wieder einmal hier. Die Veranstaltung ist immer nett. Das Gewicht, die 9 Tonnen, sind eigentlich ein Gewicht, das zu ziehen ist. Und hier heute ist vor allem eigentlich um die Schnelligkeit gegangen ist. Auch um die Kraft, aber vor allem um die Schrittfolge, um die Schnelligkeit, um diese 9 Tonnen ins Ziel zu bringen. Beim LKW-Ziehen ist es das Wichtigste, auf Spannung zu bleiben, einen guten Start zu bekommen, immer auf Zug zu bleiben, immer Bodenkontakt mit den Schuhen zu haben. Da ist natürlich vom Vorteil, einen guten Grip zu haben. Den guten Grip kriegt man durch Kletterschuhe, und dann heißt es nur ziehen und nicht stehen bleiben. Na, zufrieden war ich nicht beim LKW-Ziehen. Ich habe am Anfang ein wenig zu viel durchgerutscht und jetzt da. Die beste Zeit, was ich gesehen habe, war bei 21. Also knapp ist es nicht so nicht mehr geworden, weil der Asphalt war ziemlich glatt da und meine Kletterschuhe waren ein bisschen zu eng aufgeraut. Immer so. Der LKW bewegt sich! Jawohl! Jedenfalls war es ein spannender und kräfteraubender 1. Mai beim SC-Treff auf der Brugger Murinsel.